Hallo und herzlich willkommen bei den Whisky Tales. Mein Name ist André und wir sind bei Folge Nummer 27 von Unchained und Unscripted. Diese Folge wird ein bisschen anders. Es wird mehr Aufklärung, es wird mehr YouTube, es wird mehr Veränderungen. Ausblick 2025. Wir haben noch ein paar Fragen. Ich habe jetzt nicht mehr so viele Neuheiten und Branche, Wirtschaft und so weiter in diesem Video. Das haben wir im letzten Video ziemlich gut abgefrühstückt. Was heißt ziemlich gut eigentlich nicht? Das ist nämlich auch genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte, was meine eigenen Videos betrifft. Und das ist jetzt der erste größere Teil in diesem Video. Ich bin viel zu weit hinterher. Folglich haben wir auch im letzten Video die ganzen News einmal kurz angerissen. Beispiel, es gibt einen neuen Highland Park, das ist das neue Design, ich weiß nicht, ob es mir gefällt. So, eigentlich gibt es da noch zu allen einzelnen Themen, die ich da angesprochen habe, viel mehr zu sagen. Bleiben wir bei dem Beispiel Highland Park, neues Design. Was steckt da wirtschaftlich hinter? So, was ist da aus industrieller Sicht, aus Konzernsicht, was bringt das mit sich? Man kann nur mutmaßen, man sagt jetzt, ja, ne, das ist einfach mal frischer Wind und es wirkt fresh. Und dann haben sie auch beschrieben, wo die Farben und herkommen und ein klares Design. Man könnte jetzt sagen, okay, ich würde mir jetzt zum Beispiel denken, wie passt das zu den anderen News von Edrington? Sie haben gesagt, sie wollen sich jetzt nur noch auf höherpreisige Marken fokussieren. Was heißt das für Highland Park? Warum dann der Designwechsel? Warum dann ein massenkompatibleres Design als vorher? Passt für mich zusammen. Gleichzeitig, dass sie in diesem Kontext dann Famous Grouse abgeben, passt für mich zusammen. Was sagt uns das alles? Ja, das passt zusammen. Beschreibt einen möglichen Weg, den Edrington gehen könnte, wie sie es angekündigt haben, wie es jetzt aber nicht, zumindest nicht direkt so formuliert wird. Was heißt das für den Spirit, den Whisky von Highland Park? Was bedeutet das für die Preise? Mehr Leute werden angesprochen, das Design ist massenkompatibler, wird er. Whisky auch massenkompatibler, wissen wir nicht. Es wurde, glaube ich, ausdrücklich gesagt, da gibt es keine Veränderungen, aber ja, wir wissen, wo Edrington hinsteuert. So, und das ist jetzt nur ein Beispiel, das hätte man auch mit vielen anderen Dingen in dem Video noch irgendwie ausführen können. Kann ich aber nicht, weil ich, ja, was heißt, keine Zeit habe. Irgendwie schon, aber wenn ich jetzt, ja, es war jetzt schon spät, dass ich über das Glenn Ellery oder über den Glenn Ellery Designwechsel gesprochen habe. Auch da, ja, ne? Es sind einfach zu viele Themen, die ich aber angesprochen haben möchte. Gleichzeitig habe ich andere Themen im Köcher. Dabei wären zum Beispiel der Reisebericht, den ich auch heute wieder nicht am Start habe. Wir haben von der Reise ein Bericht, den ich gern auch als einzelnes Video machen würde über das Whisky Museum. Whisky Valhalla ist auf jeden Fall ein Erlebnis. So, dem möchte ich ein bisschen Zeit widmen und ein Video widmen. Und da habe ich Fotos gemacht, damit man mal einen Eindruck kriegt. Ich war noch in der größten Whisky-Bar der Welt, im Hotel St. Moritz in der Schweiz. Auch das ist ein Video wert. Auch da habe ich Fotos und auch teilweise Videos gemacht, die ich gerne zeigen möchte, weil sowas einfach ja, super interessant ist und ein nettes Gimmick am Rande, sage ich mal, ist für einen Whisky-Kanal. Dann haben wir schon drei Videos. Ich habe auf der Reise sechs Interviews gemacht mit Leuten, die ja, teilweise ihr Leben dafür, was heißt opfern, nicht opfern, gerne opfern, ihr Leben dafür, ihre Urlaube, ihre Freizeit dafür opfern, nennen wir es lieber so, um Projekte voranzubringen zum Thema Whisky, die einfach gigantisch sind und in der Form noch nicht da gewesen sind, was einfach unfassbar ist. Und dazu habe ich die befragt. Es sind nicht einfach nur Händlerangebote. Wer bist du? Was machst du? Aha, schön, jetzt haben wir Werbung gemacht. Es geht auf jeden Fall in jedem Video tiefer. Alles andere wäre aus meiner Sicht, ja, was heißt zu langweilig? Also da bräuchte ich zumindest kein einstündiges Interview, wenn ich sage, okay, jetzt haben wir mal Werbung gemacht und so weiter. Das sind auch Videos, die noch in der Pipeline sind. Dann sind wir schon knapp bei 10. Dann habe ich noch Marktaussichten weltweit und einmal UK, was auch zwei Videos sein müssen, weil das beides
zu viel wird. Neue Zahlen von Konzernen, die jetzt auch schon wieder nicht mehr neu sind, aber was jetzt Quartalszahlen sind oder Halbjahr und Vergleiche und so, die lasse ich vielleicht tatsächlich komplett raus, weil es, bis ich dazu komme, ist das kalter Kaffee. Ein Nachsatz zu neuen Brennereien. Ja, wir haben noch ein paar mehr gefunden. Fassdeckel. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich hatte irgendwann mal dieses Video mit den Fassdeckeln. So, und da hängt mein Herz auch immer noch dran. Ich habe auch gerade wieder neun bestellt. So, das sind nochmal 8 oder 10 Videos. Wann soll ich die einwerfen? Auch schon Ewigkeiten her. Ist das bestimmt schon ein Jahr her. Dann habe ich noch zwei einzelne Themen, die auch in Zukunft kommen werden, was dann auch Marketing der Zukunft wird. Und noch was in diese Richtung. Und ich habe noch 2 ganze Formate, die bisher noch gar nicht auf diesem Kanal zu sehen waren. So, die auch jeweils, das eine Format sind bestimmt 10 Videos, auch jeweils 3/4 Stunde bestimmt. Das andere Format geht wieder zurück auf die Zeit, auf meine Anfangszeit, Teilnehmer der Whiskybranche, mehr Praxis, mehr in die Tiefe, mehr, ja, was passiert und wie passiert. Bei Teilnehmer der Whiskybranche habe ich eigentlich nur so beschrieben, wen gibt es und was macht er ungefähr, aber nicht in der Tiefe. Und dieses Thema würde ich wieder aufgreifen wollen in einem anderen, sehr interessanten Kontext. Ja, und da hat man halt die ganze Branche im Detail vor sich und hat einen viel besseren Einblick als, ja, das komische, was weiß ich, wenn ich da, die ersten Videos waren die 10, 15, vielleicht mal 20 Minuten. So, und da habe ich eine Brennerei beschrieben, ja, oder einen unabhängigen Abfüller. Da gibt es natürlich noch weitaus mehr zu sagen, als was man da in 10 Minuten sagen kann. Da kann man allein zur Brennerei schon, keine Ahnung, 10 Videos machen. So, also irgendwas in die Richtung und noch was anderes, was ich jetzt noch nicht ansprechen möchte oder noch nicht teasern möchte. Das ist Content für mehr als ein ganzes Jahr. Gut, dieses große Thema mit Teilnehmer der Whiskybranche mit Praxis, das kann ich da rausklammern, aber selbst ohne das, ne, nur die Sachen, die jetzt schon gewesen sind, die noch halbwegs aktuell sind, die ich eigentlich am liebsten alle im nächsten Video haben wollen würde, weil es sonst, wie gesagt, zu langweilig wird, weil es zu lange her ist. Ich weiß nicht, wie ich das unterbringen soll. Und ich sitze ja schon teilweise eine Stunde oder 3/4 Stunde und überziehe maßlos. Ich weiß, viele stört es nicht, vielen gefällt das, aber ich sehe halt auch an der Watchtime, dass ja nach einer gewissen Zeit die Konzentrationsspanne will ich gar nicht mal sagen, aber dass das einfach das Interesse raus ist. Deswegen ist die Frage, ob ich da lieber ein knackiges Video mache und das rausknall und das sind dann halt 10, 15 Minuten und da weiß man, okay, das kann ich mir jetzt schön easy reinziehen und dann ist das gut. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch, viele wollen das tatsächlich samstags abends im Fernseher Stunde am besten in Ruhe an einem Stück gucken. Lässt sich aber nicht darstellen. Da müsste ich hier 3 Stunden sitzen und ja, das kann und will ich irgendwie keinem antun und auch mir selber nicht, um ehrlich zu sein. Mache ich 2 oder mehr Videos? Weiß ich nicht. 2 Videos werden es mal mindestens, wenn das andere dann Fassdeckel sind, ist es ja auch halbwegs egal. Aber wenn es jetzt halt so viel Information ist, die auch keiner, ja, verpassen möchte oder wo ich auch nicht möchte, dass es jemand verpasst, weil es einfach zu wichtig ist, aus meiner persönlichen Sicht, ist das schwer darzustellen. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Also schreibt mir da mal wirklich gerne drunter, wie ihr es machen würdet oder wie ihr es gerne hättet. Wir haben Thema neue Abfüllung, wir haben Thema Markt, wir haben Thema oft Rabatte, wir haben Thema, ein größeres Thema, was ich mir dann ausdenke, was ich besprochen haben möchte. Wir haben hier, wie gesagt, Marketing der Zukunft, Fassdeckel, 30-Tage-Challenge, vielleicht kann ich auch mal wieder ein Tasting machen oder so. Das sind so viele verschiedene Formate, da könnte ich schon wieder jeden Tag ein Video machen. Das ist zu viel aus meiner Sicht. Was sollte ich zusammenfassen? Was bei mir aus meiner Sicht zusammenpassen würde, sind halt neue Abfüllungen und allgemeine News zu Brennereien. Da, was weiß ich, die haben ausgebaut und da ist eine neue Brennerei und dann könnte ich das auch mal in Gänze besprechen. So, also zusammengefasst ein News-Ding,
was aber nicht die wirtschaftliche Lage angeht oder Blase oder Aussichten oder welche Art auch immer, das wäre dann schon wieder was anderes. Ja, alles andere mit 30-Tage-Challenge und so weiter und die Themen, wie gesagt, jetzt die Praxis dann in ein Video zu packen, dann haben wir schon drei. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Also, keine Ahnung. Es sind auch viele Podcast-Hörer. Ich habe das Gefühl, es gibt viele Hörer, die das auf dem Arbeitsweg gerne hören. Einfach, ja, eben, was weiß ich, über Entertainment-System im Auto, über Handy laufen lassen und einfach zuhören und nicht angucken. Was alles schön und gut ist. So, von daher wird es eigentlich wieder passen mit 10, 15 Minuten Videos. Ich werde sowieso immer überziehen, dann sind es wieder 20 bis 30 Minuten. Zuschauerfragen. Allein die Zuschauerfragen habe ich noch gar nicht. Das wäre eigentlich schon wieder ein viertes Video. Dann haben wir fast die Woche voll. Also ich drehe mich da im Kreis, egal wie ich es drehe und wende. Ich will jetzt aber auch nicht die Zuschauerfragen, die interessant sind, auslassen. Ich möchte auch nichts anderes auslassen. Ich weiß es nicht. Da wird es irgendwie eine Änderung geben. Es müssen, also mal mindestens zwei Videos pro Woche werden. Ich komme da aktuell selber nicht zu. Es ist dann eher ein Ding, sage ich mal, 2025 anfangen. Und damit kommen wir direkt zum nächsten Thema und das ist YouTube an sich. Denn YouTube wird sich scheinbar, Stand jetzt, verändern. Ich mag gar nicht sagen, in welchem Maße oder nicht mutmaßen, in welchem Maße. Ich habe nur die Updates gesehen und die sind halt krass. Und das rührt daher, dass die jetzt mittlerweile mehr Watchtime haben auf der Plattform YouTube als alle anderen Streamdienstleister. Also mehr Watchtime, mehr Leute gucken YouTube länger, wird dann in Minuten oder Stunden oder was weiß ich gerechnet, als zum Beispiel Netflix oder als ein Disney Plus oder was weiß ich, was es da alles gibt. Da hat YouTube mittlerweile deutlich größere Marktanteile, hat alle anderen in die Tasche gesteckt, will jetzt auch deutlich den qualitativen Content hervorheben und ein bisschen weg von diesen ganzen AI-Videos, also künstliche Intelligenz, künstlich erstellte Videos und diesen ganzen No-Face-Channels. Ihr wisst schon, wo dann irgendwas gemalt wird die ganze Zeit oder wo man ein grafisch erstellten Menschen sieht, weil die Leute ihr Gesicht nicht zeigen wollen. Solche Videos, oder was heißt das, wollen sie nicht verbannen, aber das wollen sie deutlicher trennen. Da wird es dann auch nicht nur, ihr kennt jetzt die Likes, Daumen hoch, dann gibt es Hypes. So, und da kann man als normales YouTube-Mitglied, als Zuschauer, kann man 3 Stück nur im Monat verteilen. Und deswegen soll man da die auswählen, die einem besonders gut gefallen haben. Das heißt dann nicht mehr, gib mir ein Like und ein Abo, sondern gib mir ein Like, ein Hype und ein Abo und vergesst nicht die Glocke, wo wir dabei sind, ne? Liken. Und dann werden halt ja diese besonderen Themen, wo man denkt, so, wow, das war jetzt mal wirklich was Krasses für mich, was wirklich Wertvolles, dann gebe ich dem mal jetzt mein Hype, weil ich habe nur 3 im Monat. Das wird dadurch ein bisschen getrennt, also ein bisschen, ja, es wird vermutlich keiner dieser Hypes jetzt den Katzenvideos oder diesen Board-Content, also wo man einfach durchsetzt und sich berieseln lassen will, dafür benutzt man die Hypes dann nicht, sondern für irgendwelche, ich klopfe mal selbst auf die Schulter, für irgendwelche Sachen, wie was ich hier mache, wo man sich jetzt deutlich mehr Zeit lässt, was nicht einfach nur berieseln ist, was nicht nur, ja, wo sich irgendwelche Leute auf die Nase legen oder irgendwie sowas, sondern wo es halt, ja, Hintergrund ist, Information ist, Sachvideos, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, das wird dann getrennt. So, weil sie mehr in diesen, noch mehr TV-Anteile haben wollen. Und in diesem Rahmen haben sie oder werden sie umstellen, das Design, wenn man dann auf die Seite der einzelnen Leute geht oder auf meinen Kanal, auf die Kanalübersicht, dann wird das aussehen wie bei Twitch zum Beispiel. So, da sind die ganzen Streamer, die haben jetzt auch schon mit massig Kohle irgendwelche Leute von Twitch abgekauft, damit die wieder auf YouTube streamen und die Leute dahin ziehen. Ihr kennt das vielleicht, dann hat man da auch die Videos unten, aber es läuft dann quasi im Hintergrund oben halt ein Video und man hat dann kein Banner mehr in dem Sinne und kann dann halt auch live, so, das wird natürlich ein Riesenthema. Ich werde dann wahrscheinlich auch vielleicht mal, je nachdem wie einfach einem das gemacht wird, mehr darauf zurückkommen.
Ich hatte ja auch schon mal kurz einen Livestream. Ich bräuchte da noch mehr Funktionen, dass ich zum Beispiel irgendwelche Artikel dann einblenden kann oder so, damit ich was darüber erzählen kann. Damit der Zuschauer das auch sieht, sollte es solche Features geben und das dann einfach umsetzbar sein und ich nicht irgendwelche Third-Party-Programs brauche, also irgendwelche anderen, die ich dann mit YouTube koppeln muss und dann funktioniert dies nicht und das nicht, habe ich wenig Bock drauf. So, aber wenn es das können wird, davon gehe ich aus, darauf hoffe ich, dann können wir auf jeden Fall auch mal Streams machen. Ja, ist auf jeden Fall spannend, wird ein Thema, aber sie haben dann diese Anleihen von Twitch, sage ich jetzt einfach mal. Sie haben dann diese Hypes, was mehr auf diesen Fernsehcharakter, TV-Charakter geht. 63% der Leute auf YouTube schätzen den authentischen Content-Typ. Also einen authentischen Menschen, der da sitzt mit Fehlern, der sich mal verspricht, der mal einen Fehler macht, der mal hustet oder sich mal räuspert oder was auch immer. Eher, also sie wollen das eher als dieses hochglanzpolierte, in einem Stück durch, 1000 Schnitte, bunt und hier von rechts kommt was angeflogen und links und dann noch Musik und so. Diese ehrlichen Videos, dass sich halt einer hinsetzt und was Fundiertes oder seiner Meinung nach Fundiertes von sich gibt. Das ist für 63% der Leute auf YouTube mittlerweile wertvoller. Natürlich gibt es auch noch diese ganzen Shorts-Geschichten. Shorts wurden jetzt auch von 1 auf 3 Minuten erhöht. Das ist noch was anderes und es wird Communities geben. Wir haben jetzt schon den Community-Tab, wo ich dann manchmal meine Fragen stelle, wie hat sich euer Kaufverhalten verändert. Das wird verändert, das ist nicht nur einfach eine Plattform, wo ich schreiben kann zu euch und dann könnt ihr abstimmen oder eine Antwort geben. Das wird wie Discord, das wird wie Facebook, das wird wie WhatsApp. Die wollen halt diese ganzen Diskussionen, die außerhalb stattfinden mittlerweile oder die sich überall verteilt haben, sagen die, okay, die sind alle hier, die sind alle auf YouTube. So, und wir haben schon mehr Anteile als alle anderen, was normale Videoportale angeht, sowieso, aber jetzt auch Netflix und auch mehr als TV. So, wenn wir da den Leuten das jetzt bereitstellen, dann, was weiß ich, können wir da auch Themensammlungen machen. Ihr könnt noch einfacher irgendwelche Videovorschläge machen, noch einfacher Fragensammlungen und. Also wir können uns da unterhalten, wir können uns da austauschen. Ich hatte schon mal gefragt, wozu brauchen wir das so? Das war dann Discord. Haben viele gesagt, ne, brauchen wir nicht. Habe ich auch gesagt, brauche ich nicht. So, aber wenn es denn da ist und man nichts dafür machen muss und ich noch irgendwo anders nicht anmelden muss, das ist schon für viele eine Hürde, für mich selber auch. Habe mir genug Passwörter zu merken, also beziehungsweise merken kann ich mir die mittlerweile sowieso nicht mehr alle. Aber wenn es denn da ist, dann wird es wahrscheinlich auch genutzt. So, und dann so einen ganzen Discord unter YouTube dahinter gestellt zu haben, ist schon eine krasse Veränderung. Ich denke, das wird Veränderungen mit sich bringen, die man jetzt noch gar nicht absehen kann. Genauso ist es mit Shorts. Ja, damals, vor ich weiß gar nicht, 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, bevor es diese Shorts und TikTok gab, da hätte keiner gesagt, ja, wozu soll ich ein einminütiges Hochkant-Video machen? Ist doch völlig bescheuert. So, bis es dann mal einer gemacht hat, ja, Handy, Zeitalter und so weiter. So, dadurch entsteht ein ganzes Portal. Viele haben gesagt, okay, bringt mir nichts, aber was daraus geworden ist, ist ja mega erfolgreich. So, genau so könnte ich mir vorstellen, dass auch dieses ganze Fernsehangehauchte mit diesen Hypes, mit diesem Twitch-Hintergrund, mit dem Discord, mit der Discord-Anbindung, sage ich jetzt einfach mal. Es ist keine Discord-Anbindung, sondern ein eigenes Discord, wenn man so will. Man kann Seasons, wie bei Serien, hier Season 1, Episode 3 oder was weiß ich, kann man seine Videos dann irgendwie takten und einordnen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel, Season 1 sind alle meine Teilnehmer der Whisky-Branche, Season 2 sind die ganzen, was hatte ich gemacht, die Ranglisten da, wie haben sie das noch genannt? Ja, welche Brennerei gefällt mir wie gut? Diese Videos so und Unchained und Unscripted könnte ich beenden mit der 30-Tage-Challenge, wenn wir dann 30 dabei haben. So. Und dann denke ich mir halt, oder wie wir uns zusammen das Format oder die Formate der Zukunft ausdenken. Ja, es wird sich schon drehen und es wird unerwartete Wendungen haben. Sagt einfach mal, was ihr dazu denkt. Also erstens, wie soll ich meine ganzen Inhalte
bearbeiten. Ich denke, alles nur zu überfliegen und nur halb zu besprechen, ist Müll. Irgendwas wegzulassen, wird der Sache nicht gerecht, weil das ist dann einfach rumschlampen. So, und wichtige Informationen weglassen. Ja, und mit diesen ganzen Änderungen, ich weiß es halt nicht. Ich bin komplett überfragt. Ich drehe mich im Kreis, dann habe ich ein Konzept, dann denke ich mir, ah, dann ist es wieder zu viel, muss wenig, dann machst du es wieder so, dann sind die Videos wieder zu lang, bla bla bla. Gut, fangen wir an mit der 30-Tage-Challenge. Kommen wir jetzt mal zum Whisky-Inhalt. Nummer 27, ein Whisky, der total überschätzt ist. Und da habe ich mir eben natürlich auch noch schon ein paar Gedanken drüber gemacht. Mir fällt eigentlich gerade keiner ein, um ehrlich zu sein. Also nicht mal mit etwas längerem Nachdenken. Man könnte jetzt wieder sagen, ja, Springbank, ne? Also so gut ist er auch nicht. Wie ist die aktuellen Preise? Sagen, vermitteln, nein, so gut ist er nicht, aber ist er deswegen überschätzt? Ist er nicht, weil die Leute wissen, dass es einfach zu viel Geld ist. Das hat keinen Einfluss auf den Whisky aus meiner Sicht. An zweiter Stelle hatte ich McKellen im Kopf. Ist er immer noch überschätzt? Ich denke, viele haben ein sehr gutes Bild darüber, also ich denke vor allem die Zuschauer hier auf dem Kanal, der auch unabhängig vom Preis ist und sagen, ja gut, wir halten ihn alle jetzt nicht mehr so hoch, wie er mal war. So, ist er dann noch so total überschätzt? Aus meiner Sicht auch nicht. Und was anderes fällt mir dann ehrlich gesagt nicht mehr ein. Das ist immer nur diese Preis-Leistungs- oder Preis-Genuss-Verhältnis, was da reinspielt. Aber dass jetzt irgendein Whisky, dass es irgendeinen gibt, wo alle sagen, boah, der ist ja so, so geil. Und ich denke mir, ja, komm, das ist echt Rotz. Existiert aus meiner Sicht nicht. Wüsste ich nicht. Kommt mir so nicht in den Sinn. Gut, dann eine Frage, die ich, oder gar keine Frage, neue Abfüllungen. Die Frage hatte ich letztens übersprungen im letzten Video. Da waren wir bei Artback und dann bin ich von einem aufs nächste gekommen. Da bin ich vom Artback Y2K24 auf, glaube ich, den Artback 17 gekommen. Habe die Frage übersprungen, die aber doch sehr interessant ist aus meiner Sicht. Und das sind die Special Releases von Diageo. Da gibt es Folgendes zuzusagen. Natürlich wieder alles viel zu teuer und dies und das und so. Aber dem wollte ich jetzt mal entgegenhalten. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und habe die Whiskys grob verglichen mit denen vom letzten Jahr und habe die Preise mit denen verglichen vom letzten Jahr. Und da sind doch Dinge zum Vorschein gekommen, die der ein oder andere vielleicht nicht so auf der Kette hatte. Talisker 8 Jahre 99 Euro. Der letzte No Age waren 139 Euro. Schritt in die richtige Richtung. Glenort 14, 149, letztes Jahr auch 149. Keine Preiserhöhung. Rose Isle 12, 145 im letzten, 145, im letzten Jahr 139, ein bisschen mehr. Ja, kann man sich streiten. Auf jeden Fall kein großer Anstieg. Also das sind jetzt beides die UVPs. Ja, wie es dann letzten Endes bei den Händlern landet und Rabatte und so, das braucht man hier, glaube ich, nicht zugrunde legen. Karl Ihler, 11 Jahre, jetzt 105, kein Vergleich zum letzten Jahr. Also es gab keinen Karl Ihler. Oben 10 Sherry, 115 Euro. Letztes Jahr 11 Jahre Rum für 170 Euro. Also ein Jahr mehr, das eine ist Rum, das andere ist Sherry. Rum deutlich teurer. Mordlach, beide No-Edge-Statement, 299 zu 289, auch hier kein Riesenunterschied. Lagavulin 12, letztes Jahr 189, dieses Jahr 172,99. Auch da ein Rückschritt. Was ich jetzt nicht so großartig weiß, was glaube ich auch nicht kommuniziert wurde, sind halt die Auflagen der Whiskys. Also wir haben teilweise deutliche Rückgänge im Preis, teilweise gleichbleibende. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn die Auflagen jetzt noch ein bisschen verkleinert wurden, wer weiß, bewegen wir uns bei den Abfüllungen wieder Richtung Erdatmosphäre. Was doch, ja, viele werden immer noch sagen, ja, ne? So, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Hat das was mit der wirtschaftlichen Lage zu tun? Ich denke schon. Ich weiß es nicht. Gut, das wollte ich auf jeden Fall erzählt haben. Ich denke mal, die anderen Fragen haben wir da alle gemacht. Dann kann der auch weg. Dann haben wir
Scotch, Whisky, Konkurrenz und Zukunft. Das ist irgendwann Handel in der Zukunft. Das ist ein nächstes Video. Das machen wir heute auch nicht. UK-Markt, Marketing, auch Zukunft. Premiumization, Gen Z, wie sich alles aufeinander auswirkt. Alles andere Videos, die wir auch noch im Köcher haben. Gut, dann machen wir noch ein paar Fragen. Ja, haben wir noch genug. So, ja, mehr als ausreichend, auch die schaffen wir heute nicht. Dann haben wir heute mal keine großartigen News, dann war es das mit den News mit den Special Editions. Ach, eine Frage, die ich jetzt noch nicht ausgedruckt habe, ist vom letzten Video. Da hatte jemand gefragt, da hatte ich gesagt, okay, ich will mal nicht zu sehr irgendwie auf Louis Vuitton, Moët Hennessy rumhacken. Ich hatte irgendwas erzählt mit Artback halt und vielleicht auch Glamorangi. Ich weiß nicht, in welchem Kontext das jetzt genau war. Und dann sagt er auch, ja, war das eine gewisse Ironie, die ich daraus höre? Das war tatsächlich keine Ironie. Tatsächlich nicht. Also wirklich nicht. Weil ich finde, es ist von Vorteil. Und dass ich da, ja, man kann sich auch da noch über Artback-Preise oder was weiß ich aufregen. Aber ich sage es nochmal, wir hatten das schon grob angerissen in dem Video, wo ich sagte, alles wird besser oder alles ist besser geworden, um auch mal die positiven Seiten hervorzuheben. Wir haben jeden Artback in jedem erdenklichen Fass. Wir haben jeden Glamorangi in jedem erdenklichen Fass. Die Preise sind gesunken, zumindest bei Glamorangi. Wir haben ein Overaging. Die Altersangaben bei Glamorangi sind alle Fragezeichen gestiegen und die Preise sind geblieben. Also haben wir da was bekommen. Die Abfüllungen sind billiger geworden oder zum gleichen Preis älter. Ist im Schnitt günstiger aus meiner Sicht oder ist auf jeden Fall besser für den Genießer. Also da kann man, glaube ich, nichts dran rütteln. Und wenn jetzt noch morgen die Nachricht kommt, der Artback 10 ist jetzt Artback 12 und Corey und Ugedal sind jetzt jeweils 10. Was wollen wir denn noch mehr? Wir haben jede Abfüllung. Wir haben von jeder Abfüllung so viel, dass jeder eine abkriegt, wenn er dann was haben will. Wir haben Alterssteigerung. Ja, wenn man denn immer über Preise, ja, irgendwann, ne, wir kriegen jetzt mal was, seit 20 Jahren ist das jetzt mal ein Schritt auf den Genießer zu. Also positive Äußerungen und das alles in einem Konzern. Und das rechne ich den hoch an. Früher habe ich meine Schnüffler Awards mal gegeben mit bester Whisky und auch coolste Aktion des Jahres. Da ist Louis Vuitton Moët Hennessy auf jeden Fall heißer Anwärter, kann ich nicht anders sagen. Wer sonst? Ne? Also ja, Signatory 100 Proof und solche Geschichten, das wäre vielleicht noch was so, aber das, ihr wisst, wie ich es meine. Also das war auf gar keinen Fall Ironie oder irgendwas dergleichen. Das war purer Ernst, auf jeden Fall. So, genauso meine ich es. Man muss nicht immer nur drauf rumhacken und darauf warten, dass wir wieder einen neuen Anlass kriegen. Wenn es erfreuliche Dinge gibt, dann muss man auch so fair sein, oder will ich zumindest so fair sein, und das auch so sagen. Und das ist meine ehrliche Meinung, auf jeden Fall. Gut. Zum Thema Whiskyblase. Auf einen Drink schreibt, ähnlich sehe ich das bei unabhängigen Abfüllern. Ich denke, einige kleinere werden verschwinden, während die größeren wie Signature Vintage, Gordon McPhail und Caden Heads bleiben. Die müssen sich zwar umstrukturieren und anpassen, aber sie werden da sein. Ja, Amen. Ich bete. Also sage ich mal so, bei Caden Heads kommt nicht mehr so viel, aber die haben jetzt ja auch den Vertrieb teilweise gewechselt und da werden jetzt wohl auch wieder Abfüllungen kommen und es sind auch in der Vergangenheit mehrere gekommen, als ich jetzt nun vielleicht mitbekommen habe. Gordon McPhail kauft keine neuen Fässer mehr, Signatory unverändert, aber gerade die alten, wenn ich jetzt nochmal Ian McLeod mit reinwerfe, kommt nichts mehr und wir hatten, ja, irgendwann hatte ich mal den Vergleich angestellt, wie viel unabhängige Abfüllungen noch von den ganzen unabhängigen Abfüllern von den Alteingesessenen gekommen sind. Das ist im Schnitt eher weniger geworden. So, weil die sagen, okay, wir haben genug, wir kaufen zu den aktuellen Preisen nicht. Ist jetzt die Frage, ob die auch sich premiumisieren und sagen, okay, unsere verbleibenden Fässer, die ne, kauf, schön, kauf nicht, schön, wird alles älter. Dann ist aber auch wieder Schwemme von alten Whisky, Inflation von alten Whiskys. Da hatten wir auch im letzten Video das Thema auch nur angeschnitten. Auch da hätte man so viel mehr zu sagen können, aber will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Aber ich hoffe, ja, das wird auf jeden Fall dabei bleiben. Und falls sich jetzt der ein oder andere wundert, wie ich jetzt zu Videos, zu Antworten oder Fragen von der Whisky-Blase komme, das ist tatsächlich ein neuer Kommentar. Für die, die nicht bei YouTube angemeldet sind, auch wenn ihr zu oder auch wenn irgendjemand zu alten Themen eine Frage stellt oder einen Kommentar schreibt, wird mir das angezeigt. Und deswegen sehe ich das auch jetzt noch.
Gut, dann schreibt Who knows? Denkst du, dass die alten geilen Abfüllungen als Synergieeffekt auch nochmals im Preis weiter fallen? Aktuelle Abfüllungen interessieren mich sowieso schon seit Ewigkeiten nicht mehr, egal zu welchem Preis, so ziemlich. Riesenthema. Dazu könnte man ein eigenes Video machen, aber ohne da jetzt zu tief ins Thema gehen zu wollen. Wir hatten bei Bourbon schon People are leaving, ja. So, also die Leute sind raus. Du sagst selber, du bist raus. Viele andere Scotch Whisky Leute sind von den Verkaufszahlen, wie man es ganz eindeutig sieht, auch raus. Viele sagen, ja, auch Stefan Lehnert oder viele weitere, ja, nur noch Auktionsware. Es ist ein Für und ein Wider. Viele kaufen die Standards nicht mehr, dann kaufen sie was anderes oder kaufen sie gar nichts. Das ist die große Frage. Staut sich jetzt sehr viel bei den Auktionen, was alte Abfüllungen, also ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du alte geile Abfüllungen sagst, dass du irgendwelche aus den 80ern oder so meinst, ob nun destilliert oder abgefüllt, diesen Bereich würde ich da reinsetzen. Generell, ich lese viel, auch in Hinsicht auf die anderen Themen, die ich da vorbereitet habe, schon für die nächsten Wochen, dass der Sekundärmarkt halt abkühlt. So, das muss jetzt aber halt nicht heißen, dass das alles billiger wird und die Karuizawas und die Macallans und was weiß ich. Da denke ich mal, wird es dabei bleiben. Die gibt keiner billig her oder da werden vielleicht auch vermehrt oder nicht vermehrt. Es werden weniger Flaschen eingestellt, weil die Leute vielleicht Angst haben, aufgrund der geringeren Nachfrage nicht viel dafür zu bekommen. Aber ich bin im Thema Auktion weiterhin nicht drin. Nein, die Flaschen sind nicht aus Auktion. Es gibt ein Für und ein Wider, aber ich glaube eigentlich, gerade wenn wir bei diesem, um das erstmal zusammenzufassen und nur auf diese 80er-Abfüllung zu beschränken, das Zeug ist unwiederbringlich, es wird nicht billiger. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht eine Sekunde, egal, Markt hin oder her, alles andere. Und auch wenn ich sage, Zweitmarkt flacht ab oder Preise senken sich, das sind halt die Massen an Standards, die halt in die Auktion reingepumpt werden, was den ganzen Schnitt vielleicht ein bisschen senkt. So, aber wir sehen ja auch oft genug, dass die Preise von den Karuizawas und Macallans und wie sie alle heißen, was weiß ich, einige Berichte auf dem Sammlermarkt, dann ist ja auch, ja, die Preise von den Springbanks sind wieder 7% gestiegen und dann mal wieder 4% gefallen und das eine steigt und das andere nicht. Das denke ich mal, ist in vielen Fällen gerade jetzt, wo vermutlich, denke ich, nicht so viele alte, teure Flaschen in den Markt gehen, in die Auktion unterschiedlich. Ne? Sind da zwei Verrückte, die sich gegenseitig hochbieten, dann geht die Flasche teuer raus. Ja. Wenn sie die Flasche unbedingt haben wollen, der kriegt dann, wer dann auch immer gewinnt, hat dann eine Flasche, der andere Wahnsinnige kriegt halt die nächste. Vielleicht ist dann gar keiner mehr so scharf auf die nächste Flasche, die dritte, die dann eingestellt wird. Also es ist, ja. Naja, aber wir sehen auch gerade bei den unabhängigen Abfüllern und auch bei den neuen Abfüllungen, nicht zuletzt bei Louis Vuitton Moët Hennessy, was ich eben schon gesagt habe, positive Tendenzen. Und diese positiven Tendenzen werde ich auch im kommenden Video vielleicht im halben Jahr nochmal ansprechen. Da gibt es auf jeden Fall ein paar schöne Dinge, die passieren. Nicht nur bei den Abfüllungen an sich, sondern auch bei Konzepten von ganzen unabhängigen Abfüllern und Konzepten von ganzen neuen Brennereien. Gut, Hessen Ranger, dass Edradour keine Besichtigung mehr anbietet. Ja, er fragt, sehe ich, dass die wieder öffnen in naher Zukunft? Nein, weiß ich es mit Gewissheit? Nein, kann sich morgen ändern. Zum Thema, was man aktuell machen kann, Stefan Lehnert. Viele, viele deiner Ideen klingen gut. Mein Pessimismus diesbezüglich lässt mich aber vermuten, dass diese Ideen, die die Nerds erfreuen werden, keine Rollen in den Gedanken der Konzerne spielen werden. Kann ich mich nur wiederholen? Im letzten Satz, wir haben auf jeden Fall positive Tendenzen. Ja, Designumstellungen sind für mich sehr, sehr selten ein Kaufkriterium. Da geht es noch weiter, aber will ich mal eben kurz reinhaken schon. Sind für viele ein Kaufkriterium. Es sind vor allem für viele Händler ein gezwungenes Kaufkriterium, was vielleicht nicht so schön ist für den Händler, weil sie noch massenhaft, gegebenenfalls massenhaft alte Bestände haben.
So, jetzt will aber jeder den neuen Bestand haben. Das heißt, wie kannst du jetzt machen als Brennerei, dass sich deine Core Range, da stockt alles, wie kannst du machen, dass sich da wieder was bewegt? Neues Design. So, das ist ein bisschen gemein vielleicht auch. So, aber so, ja, was ist mit den alten Beständen? Ne? So, und für viele Händler, ob das nun der Endverbraucher dann kauft, ist was ganz anderes. Es geht ja erstmal nur darum, dass der Konzern neue Standards los wird. Das ist ein Mittel zum Zweck. Und das ist auch sehr, sehr gutes Merkmal, wie man einfach sehen kann als Produzent, wie viel alte Ware ist denn überhaupt noch im Markt? Wie lange hält sich diese ganze Auktionsware, diese Grauware, die hin und her geschoben wird, wovon ich immer öfter erzähle, wie lange hält sich das jetzt im Markt? Wenn ich dann neue Abfüllung gleichzeitig habe, dann sehe ich, was ist jetzt alt und was neu. Wenn ich weitermache mit meinem alten Design, sehe ich das nicht. So, also es ist Win-Win für die Konzerne, ein neues Design zu machen. So, kann, wie gesagt, schon länger in der Schublade gelegen haben. Der Plan kann schon länger existiert haben, dass man mal wieder eine Umstellung macht. Gerade wenn wir jetzt wieder Highland Park besprechen, hatten wir im letzten Video, die machen das ziemlich oft, gefühlt ziemlich oft. Die genauen Abstände habe ich jetzt nicht nachrecherchiert, aber es hat auf jeden Fall fast nur Vorteile, es so zu machen. So, Designumstellungen sind für mich sehr, sehr selten ein Kaufkriterium. Da müsste es schon was ganz Besonderes sein, der Inhalt aber dann auch ebenso. Die neuen Diageo Special Releases 2024 werden preislich zeigen, dass man vom hohen Ross noch lange nicht abspringen mag. Das haben wir gerade widerlegt, aber da gab es die Preise noch nicht und ganz ehrlich, ich habe es auch nicht erwartet. Ich habe es vor 3 Jahren erwartet, ich habe es vor 2 Jahren erwartet. Vor einem Jahr eigentlich nicht mehr. So, und jetzt gerade, wo ich es nicht mehr erwartet habe, sind die Preise teilweise dramatisch zurückgegangen, teilweise stagniert. Und wie gesagt, wenn gleichzeitig die Auflage runtergeht, passiert da auch oder ist da auch Gutes passiert. Gleichzeitig muss ich aber auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie viel von den alten Diageo Special Releases noch im Markt sind. Ja, man hat sie jetzt aber öfters mal gesehen in Supermärkten reduziert. Ich glaube, ich hatte auch das Foto irgendwann gezeigt, JFK Airport, dass da Talisca, Kleinlisch und was stand dann noch? Da stand noch einer von denen, hat jemand ein Foto gemacht, ja, zahl eine, nimm zwei, egal welche, also halber Preis. So, also geflogen, aus den Regalen geflogen sind die auf jeden Fall nicht. Ja, schwer von außen zu beurteilen, aber guter Ansatz aus meiner Sicht. Excel DX. Ich hätte gerne mal wieder einen erschwinglichen Bowmore in Fassstärke. Der 10 Jahre Tempest und der 15 Jahre Limerick waren schon genial. Auch für mich als nicht Bowmore unbedingt Freund oder nur sehr selten ab und zu mal in großen Abständen, bin ich da völlig bei dir. Die beiden Abfüllungen fand ich auch hervorragend. Dein Whisky.de hatte einen ehrlichen Bowmore Fassstärke Single Cask Douglas Lang vor einiger Zeit im Angebot. Mit Namensrechten, auch ein Laphroaig kam auch noch dazu. Sehr coole Aktion aus meiner Sicht. Auch ich habe da mal wieder überlegt, mir mal wieder einen Bowmore zu kaufen. Preise, die waren beide 10, 11 Jahre alt, kann mich irren. Beides um die 100 Euro, kann mich irren. Muss man heute legen. So, ein Tod muss man sterben. Gut. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Wie gesagt, bin ich ganz so sicher, wie die Preise da waren oder so. Aber das waren auf jeden Fall mal wieder Sachen, ja, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert, ehrlicher Bowmore, Single Cask, Bums. Whisky Notes CS. Moin André, gute Ansätze. Jedoch bleibt die große Frage, wem verkaufen wir das? Weiter bestehen. Aus meiner Sicht ist der Markt aktuell übersättigt und gleichzeitig zu teuer. Ich sehe es ja bei mir. Die Käufe sind in den letzten beiden Jahren massiv zurückgegangen. Ja, der Markt ist übersättigt und ich sehe die Tendenz steigend. Also nicht, dass wir jetzt schon ohnehin eine Flut haben. Inflation von alten Whisky, nochmal, letztes Video. Das wird sich irgendwann, die Nachfrage danach wird sich irgendwann senken, weil auch, denn auch wer das Geld für 10 30-jährige Laphroaigs hat, wenn es auch in verschiedenen Flaschen und Aufmachungen ist. Irgendwann sagt er sich auch bei der 11., 12., 13. Ja, aktuell brauche ich nicht mehr. Ich habe jetzt viel. Wenn das jetzt inflationär kommt, ist es jetzt auch nichts Besonderes mehr.
Wenn die dann auch ins Stocken kommen, dann kann man A, beten, dass bis dahin wieder die Standards laufen oder halt neue Sachen in normalpreisigen, muss man jetzt vielleicht definieren, Nerd-Bereich 80 bis 120 Euro, dass man da irgendwas nachschießt. Und das sind, denke ich mal, die Abfüllungen, die man, was heißt mal eben, kauft. Ne? Also es sind immer noch ein Haufen Kohle, aber wo man eher geneigt ist, die mal zu kaufen, als jetzt ein Lafroig 38. Drücken wir es vielleicht so aus. Also ich denke, die Tendenz wird da steigen, noch im Bereich der bezahlbaren Whiskys. Und ja, das Standards sind voll. Also mit Standards steht der Markt voll. Das muss man jetzt irgendwie ankurbeln und irgendwie anders umgehen. Punkt. Uwe H. Hallo André, ein interessanter Beitrag. Ich finde aber auch die Kommentare von Whisky Pumps und Blechschmelze dazu gut. Auch für mich stellt sich hier die Frage, was gerade neue kleine Brennereien machen. Sie müssen höchstwahrscheinlich Kredite etc. zurückzahlen. Und ich weiß nicht, ob die Absatzeinbrüche so berücksichtigt wurden. Dazu, ja, weiß man nicht, je nachdem, Perspektiven. Da haben wir es wieder, wer jetzt auf Kante finanziert ist und nichts verkauft, der hat ein Problem. Nicht nur schottische, auch exotische Brennereien habe ich da immer mit reingezählt, wo ich auch nicht so tief drin stecke, aber wir haben ja schon die Einschläge gesehen, wie ich es genannt habe. Also für viele ist es nicht umzusetzen, aber irgendwas musst du machen. Und dann musst du jetzt deine Fässer, die du vielleicht für die Special Edition in 2 Jahren zurückgelegt hast, vielleicht doch jetzt benutzen. Oder ansonsten gab es ja auch noch viele Vorschläge, wie, was weiß ich, man hat keine Minis, dann darum kümmern. Ganz offensichtlich Design-Update, was eine junge Brennerei natürlich noch nicht so zwingend braucht, aber man kann auch da sagen, okay, wir wollen uns vielleicht mit 10 Jahren, wenn wir 10 Jahre alten Whisky rausbringen, von unserem alten Design trennen und das dann als die erste Ära Geschichte werden lassen und gleichzeitig uns auch von dem jungen oder dem älteren, meist jungen Stoff, so muss man es glaube ich sagen, ein bisschen trennen, ein bisschen distanzieren. So, und wenn es dann mit Altersangaben weitergeht, dass man dann ein neues Bild hat, dass die Leute dann nochmal oder die Genießer dann nochmal darauf aufmerksam werden, oh, da passiert was, oh, jetzt 10 Jahre, oh, dann probiere ich mal wieder. Ja, ich habe vielleicht die erste Abfüllung oder eine der ersten probiert, einfach aus Neugier, Bucketliste oder was auch immer, habe ich probiert, war okay für 3-, 4-, 5-jährigen Whisky, so, dann habe ich jetzt aber mal eine Zeit Pause gemacht, bis ich die wieder anfasse. Jetzt ist wieder so ein Impuls da. Dann noch das neue Alter oder das zweistellige Alter vielleicht und die neue Verpackung. Jetzt probiere ich nochmal wieder. So, also da kann man Sachen machen. Man kann auch noch weitaus mehr Sachen machen, die ich gar nicht aufgezählt habe, wie zum Beispiel ausbleibende Wartung. Ja, wie viele bauen jetzt um oder aus oder machen Silent Season? Irgendwie kann man die Zeit bestimmt sinnvoll nutzen. Aber du hast natürlich recht, einige der neuen Brennereien, wie wir ja gehört haben, auch von einer, die gar nicht mehr so neu ist, die auch schon Probleme hat, nennen wir es so, oder angeblich Probleme hatte. Weiterhin bin ich mir nicht wirklich klar, ob das Thema Single Malt Whisky und Fassstärken wirklich ein wesentlicher Anteil des Umsatzes ist. Bei kleinen Brennereien wohl eher. Ja, bei kleineren Brennereien und bei unabhängigen Brennereien ja. Beim Diageo, ne, Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wäre halt schön für den Genießer, wäre genauso eine gute Geste wie jetzt Louis Vuitton Moët Hennessy. Alter anheben ohne Preis und verschiedene Abfüllungen und. Ist in jedem Fall anders, aber ich hatte ja auch, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang mal, doch, das war auch das gleiche Video, da habe ich auch gesagt, ja, wieso nicht mal die beliebten Brennereien von Diageo mal einen 14-jährigen Friends of Classic Malts mäßig so einfach mal ein Batch, die hatten da Batches mit 4000 Abfüllungen oder so für die Welt. Muss dann auch nicht Fassstärke sein, mach 100 Proof oder 54 Komma krumm, ist ja völlig egal. So, aber irgendwas, was sich von der Core Range abgrenzt, was es nicht gibt, ein bisschen mehr Alkohol, ein bisschen weniger Farbstoff. Ihr wisst schon, was ich meine. Also da kann man auf jeden Fall die Zahlen deutlich mit aufhübschen, ohne sich gleich alles zu verhageln. In welcher Hinsicht auch immer. Wird dann nicht billig? So, man muss ja aber auch keine Massen davon herstellen. Muss sich natürlich auch von den Special Releases wieder abgrenzen. Aber ja, ich denke mal, wo ein Wille ist,
ist auch ein Weg. Bei dem Thema an der Core Range arbeiten, gebe ich dir absolut recht. Sehe ich auch so, müssen wir vielleicht mal gewisse Zeit overagen. Ja, und auch dieses Overagen, dass sie es uns zeigen. Viele werden es tun. Viele weitere, ohne dass wir es wissen, werden die Kapazität oder die Produktion zurückgefahren haben. Sehr viele, behaupte ich. So, und sehr viele werden auch demnächst overagen, ohne es uns zu zeigen. Whisky wird besser, werden wir es positiv den Brennereien, Konzernen, Abfüllern ankreiden? Nein, wenn wir es nicht wissen, wie? Gut. Blechschmelze. Stelle mir die Frage, gerade vor dem Hintergrund der schon hohen Investitionen in der Anfangsphase einer Distillerie und dem jahrelang ausbleibenden Return of Investment, inwiefern ausreichend Cashflow bei den kleineren Akteuren vorhanden ist, um manche deiner Vorschläge überhaupt umsetzen zu können. Das ist der Beitrag, den Uwe H. schon angesprochen hatte und Whisky Poems auch erzählt oder auch was Ähnliches geschrieben hat. Ja, Edith, meine Töchter lieben diese Parfümproben auf Papier. Wäre das nicht mal was als Marketing-Gag für Whisky? An etwas Ähnlichem waren wir schon dran. Wir hatten Peated Wunderbäume im Visier, aber lässt sich leider nicht umsetzen mit dem. Denn es stinkt einfach noch irgendwas, aber es riecht nicht nach Scottish Isla Peat. Gut, ja, Whisky Poems hatte ich mir jetzt auch noch hier markiert, zielt auf das Gleiche ab. So, es wird nicht alles für alle umsetzbar sein, auf jeden Fall. Er spricht jetzt ja auch noch Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität und sowas alles. Whisky stärker in die Bars und Clubs bringen, neue Modedrinks, Mischbereich, all das wäre hilfreich, ginge aber wieder am Wesen von Single Malt vorbei und. Wie bekommst du Single Malt aus der Altherren-Ecke? Hier sollte man eventuell mal generell ansetzen. Auch das werden wir uns demnächst im Detail angucken. Auch eines der nächsten 30 Videos. Geht in Richtung Marketing der Zukunft, Gen Z, bla bla bla. Ich denke, ich werde an dieser Stelle mal Halt machen. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt schon geht. Beim nächsten Mal haben wir dann andere Themen und wieder auch ein paar News dabei. Und ja, wie gesagt, ich möchte nochmal fragen, bitte, bitte, bitte schreibt mir mal drunter, wie ihr das an meiner Stelle machen würdet mit diesen ganzen Themen, mit den ganzen Formaten, wie viele Videos, wenn aufteilen, was, wann. Ich bin überfragt. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten bis zum nächsten Mal.